One, two, check, check. Ich weiß, dass es geht, aber keine Ahnung. Ich hatte irgendwie Lust darauf, einen Soundcheck zu machen. Wir reden heute um das Escobar Gold 11 Pro. Ich hatte ja schon darüber berichtet. Und nun, wisst ihr. Ja, weil wenn ich einmal damit anfange, folgen auch die anderen. In dem Falle, Mr. Who's the Boss? Und der durch Cross-Promotion gepushte MKBHD. Wobei von der Cross-Promotion-Aktion allerdings Mr. Who is the Boss mehr profitieren sollte, denn er hat nur 4,05 Millionen. Dennoch haben sie sich beide thematisch natürlich an meinen Kanal gerichtet und haben jetzt ebenfalls über das Escobar Gold 11 Pro berichtet. Interessanterweise allerdings mit mehr Möglichkeiten als ich, denn beide haben das Gerät ungefragt zugeschickt bekommen. Ich habe inzwischen den Escobar Kundenservice einfach mal angeschrieben. Auf blauen Dunst, könnte man sagen. Und habe gefragt, ob ich denn nicht einen Testzettel bekommen könnte. Denn ich habe ja auch erfolgreich über das Gerät berichtet, wenn auch kritisch. Aber die verstehen kein Deutsch. Ich dachte, fragen kostet ja nichts in dem Falle. Denn diesmal hatte ich nicht vor, nochmal $400 zu investieren, auch wenn ich als YouTuber das Gerät bekommen habe. Okay. Die haben also tatsächlich das Gerät geliefert bekommen, wie gesagt, ungefragt. Und das ist spannend. Warum? Weil gerade ja MKBHD ja doch eher kritisch darüber berichtet hatte. Er hat ja nämlich so viele Videos darüber gemacht, aber zumindest eins, auch wenn das Thema dann, muss ich sagen, sehr weit fortgeschritten war. Und hat ja im Großen und Ganzen halt das gesagt, ja, was wir ja bereits wussten, nämlich es ist ein Scam-Angebot. Kurz gesagt, die Geräte, die werden zwar angeboten, man kann sie sogar bezahlen, inzwischen ja noch über Kryptowährung, Western Union und Banküberweisung. Kurz gesagt, jeweils Zahlungsmethoden, wo man das Geld auf jeden Fall nicht wieder zurückholen kann, wie zum Beispiel bei PayPal. Solche Fahnen verloren. Schachtelsätze sind eine ganz, ganz schlimme Nummer. Da kann man sich schnell drin verschachteln. Der Punkt ist, Geld weg, kein Telefon. Jedenfalls für die meisten, außer eben für YouTuber, denn die sollen das Angebot ja erstmal entsprechend populär machen. Und da geht hier Escobar einen wirklich sehr aggressiven Weg. Entweder die können kein Englisch, davon gehe ich jetzt mal nicht aus, oder die wollen wirklich polarisieren um jeden Preis und schicken sogar, naja, den größten Kritiker will ich nicht sagen, könnte man aber, wenn man bedenkt, wie viele Abonnenten der hat, schicken sogar ihn halt jetzt nochmal das iPhone 11 zu, eben in der Escobar Edition, was in dem Fall ja nur bedeutet, dass die Rückseite vergoldet ist. Ich verlinke euch natürlich das Video als Quelle. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Der geht nämlich mit einem Messer über das Gerät. Das tut weh. Die Verpackungen sind übrigens wirklich sehr hochwertig. Also zumindest sieht es imposant aus. Bekommt so eine Holzbox, wo das ganze Apple-Originalzubehör drin ist, was ja hier beim Ford 2, also Escobar Ford 2, weggelassen wurde. Da war ja nur ein Ladekabel dazu. Das war nicht mal das Original-Ladekabel. Der Rest, tja. Wir wissen nicht, wo der abgeblieben ist. Vermutlich auf kolumbianischem Schwarzmarkt gelandet. Auf ein Apple-Zubehör-Bazaar. Immer noch alles günstiger, als wenn man es direkt bestellt. Ja, das Zubehör ist so teuer. Es hat sich ein Apple-Zubehör-Schwarzmarkt entwickelt, der sich in Südamerika befindet. Schön. Man muss allerdings an der Stelle auch festhalten, dass MKBHD tatsächlich auch ein Video darüber gemacht hat. Und das Video, welches gestern veröffentlicht wurde, hat jetzt schon 2,6 Millionen Klicks. Das von Mr. Who is the Boss? Und die Frage kann ich beantworten. 1,5 Millionen. Haben jetzt nicht ganz so viel erreicht wie ich, aber immer noch genügend. Und erfüllen letztendlich damit ja den feuchten Traum, den feuchten medialen Traum hier von Escobar und haben eben das Angebot in die Presse gebracht. Wesentlich effektiver, als ich das jemals könnte. Die Wirkung dürfte sich entfalten. Wobei man sagen muss, polarisieren hin oder her, aber es funktioniert nicht so gut, wie ich es zum Beispiel gedacht hätte. Denn von den Geräten 2000 waren ja hier maximal verfügbar. Gibt es immer noch 694. Ein Angebot, was normalerweise sich in wenigen Minuten ausverkauft hätte, steht immer noch. Kleiner moralischer Rundumschlag. So, ich habe ja im Gegensatz zu den großen YouTubern 12, 13, 14 Update-Videos dazu gemacht. Und ich denke mal, von euch ist nun inzwischen wirklich jedem klar, dass das ein Fake-Angebot ist. Dass die Geräte nicht ausgeliefert werden, eben außer an die YouTuber. Ich habe es tatsächlich regulär bestellt gehabt und habe es auch bekommen. Aber vermutlich nur, weil einer meiner Zuschauer den Kundenservice gesteckt hat, dass ich YouTuber bin. Oder die haben es selbst rausgefunden, das sei jetzt mal dahingestellt. Der Punkt ist, wenn ihr das Gerät bestellt, werdet ihr es mit beinahe 100%iger Sicherheit nicht bekommen. Es wird sicherlich welche gegeben haben, die diese Strategie von Escobar ausnutzen wollten und haben denen gesteckt, dass sie halt auch YouTuber wären. Mit ungefähr 43 Milliarden Abonnenten. Wird sicherlich auch in den einen oder anderen Fall funktioniert haben. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hier, das Gerät tatsächlich zu den Preisen, in dem Falle für diejenigen, die es vergessen haben, $499 für ein iPhone 11,
mit 256 GB und eben der vergoldeten Rückseite 24 Karat. Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Jedenfalls bekommt ihr das Ding nicht. Punkt. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch so einen großen Ganzen zusammengefasst, worauf beide YouTuber hinaus wollten. Es geht eben nur ums Polarisieren, denn damit kann man auch abverkaufen. Zumal Brownlee darauf hinwies, dass die Seite eine Weile down war und vermutete, dass durch die gemeinsamen Anstrengungen, ich habe das ja auch mal vermutet, aufgrund meiner Anstrengungen und bei einer absurden Reichweite, dass Escobar das Angebot und natürlich dann auch die Webseite down genommen hat, weil zum Beispiel ja auch diese Kryptowährung oder dieses Impeachment-Verfahren, also wo die Geld gesammelt haben, gut, die Seite gibt's noch, aber ist eher dann so als tote Website noch im Netz zu finden. Aber es wurde ja tatsächlich alles irgendwann aufgegeben. Wahrscheinlich, als sie auch genügend Geld abgeschöpft hatten. Und nun ging man davon aus, dass die Anstrengungen, die gemeinsamen Anstrengungen aller großen YouTuber, also MKBHD, Mr. Who's the Boss und Moschus, eben dazu führte, dass das Angebot offline ging. Aber vermutlich hatten einfach nur die ganzen Medienberichte dazu geführt, dass dermaßen viele Interessenten die Seite gestürmt haben, dass die Server halt zusammengebrochen sind. Ich habe es nicht gewusst, aber das heißt offensichtlich Hug of Death, also eine Todesumarmung. Ich verlinke euch beide Videos unten in der Videobeschreibung und es ist ganz interessant. Ihr könnt gerne darüber philosophieren in den Kommentaren. Ist es die Aufgabe von YouTubern, über solche Angebote kritisch zu berichten? Oder sollten sie eigentlich die solche Angebote gerade ignorieren? Negative Presse ist eben auch irgendwo Presse. Gerade wenn alle darüber berichten. Hat Escobar hier eventuell eine Strategie entwickelt, die gerade und durch die kritische Berichterstattung auch komplett aufgeht? Ist es egal, wie viel moralische Rundumschläge man verteilt? Wird es immer Leute geben, die das bestellen? Ist das vielleicht genau das Geschäftsmodell? Sich genau vorher auszurechnen, dass 99% der Zuschauer das Gerät nicht bestellen, weil die ihre Schlüsse ziehen aus der entsprechend kritischen Berichterstattung. Aber dass es dann aufgrund der massenweisen Verbreitung des Angebots über die Medien 1% reicht, dem man das Geld dann abknüpft. Ist das vielleicht eine Strategie? Strategie, die perfekt aufgeht. Ich sag mal so, falls das so ist, wen kann man jetzt tatsächlich die Schuld in die Schuhe schieben? Weil gar nicht darüber zu berichten, ist aus verschiedenen Aspekten schwierig, weil man als YouTuber nicht festlegen kann, was jetzt Betrug ist und was nicht. Es hätte ja auch sein können, dass es tatsächlich so funktioniert. In dem Fall zum Beispiel sollen das auch wieder refurbished Geräte sein. Geräte, die wieder aufbereitet wurden. In den Lieferungen lag jeweils ein Zettel dabei, wo dann drin steht in einer Tabelle, welche Teile noch in Ordnung waren. Das Gerät wurde ja wohl geprüft und welche Teile ausgetauscht wurden. Was natürlich im Endeffekt eine sehr, sehr schwache Erklärung für den Preis ist, davon mal ganz abgesehen. Inwiefern sind YouTuber mit daran schuld? Bei meinen paar tausend Aufrufen ist natürlich die Chance, dass dann jemand tatsächlich das bestellt, eher gering. Zumal ich kenne ja auch so ungefähr meine Zielgruppe und das sind alles erwachsene Leute, sagen wir mal so, wie es ist. Ich habe ja auch manchmal E-Mails bekommen, wo dann jemand gesagt hat, ja, ich habe es bestellt, aber das waren immer Leute, die gesagt haben, ich weiß, worauf ich mich einlasse und ich habe die Kohle. Aber ich meine, wenn man 2,6 Millionen Aufrufe hat auf sein Video und das Video ist von gestern und das wäre nur noch mehr, wenn man dann vermutlich dann auch eine wesentlich breitere Palette dann an Altersstufen so mit abdeckt, ist natürlich die Chance sehr, sehr hoch, dass nicht nur einer, sondern wirklich sehr viele aufgrund des Videos das Gerät dennoch bestellt haben und natürlich dann, naja, sagen wir so, unglücklich sind, wenn sie $500 verblasen haben. Aus meiner Sicht, das liegt nicht daran, dass ich YouTuber bin, trägt der YouTuber selbst keine Schuld. Außer er hätte es tatsächlich aktiv beworben, ohne zu recherchieren oder gar wieder besseren Wissens. Aber wenn YouTuber wie Mr. Who's the Boss oder MKBHD oder natürlich der Technik-Gold himself, moi, ich mache übrigens nur Spaß, kritisch darüber berichten, finde ich, tragen wir natürlich dann auch keine Schuld. Nicht, weil es jetzt Zuschauer gibt, die in Anführungsstrichen zu blöd sind und trotz der Warnung das Gerät bestellen. Nein, sondern weil Escobar betrügt, die dahinter stehen. Der Olaf und der Roberto selber und wer auch immer daran beteiligt ist. Das darf man nie vergessen bei der Schuldfrage. Schuld ist derjenige, der Böses tut. Haben wir das geklärt? Und das mache ich jetzt, und das sage ich jetzt nicht selber, weil ich auch Videos darüber mache. Ich meine, mehr als darauf hinzuweisen, dass man das nicht bestellen sollte, denn das Angebot existiert mit oder ohne meine Berichterstattung. Und Leute werden das auch in Anspruch nehmen, mit oder ohne meine Berichterstattung. Und so finde ich es durchaus hilfreich, wenn ich dann eben zum Beispiel dieses Experiment starte und dann direkt aufkläre und sage, okay, das ist Scam, bitte bestellt das nicht, Punkt. Ist ja auch irgendwo, naja, Sinn und Zweck einer Berichterstattung im Allgemeinen. Aber die Schuldfrage ist einfach zu beantworten. Nämlich, es gibt Menschen, die eben da
das machen. Und die sind diejenigen, die auch dann schuldig sind. Das sind ja die, die sich selbst bereichern wollen und die anderen eben hier das Geld abknöpfen. Und dann ist die Politik natürlich gefragt, das Ganze natürlich entsprechend strafrechtlich zu verfolgen. Dass es nicht passiert, das müsste ich nun wirklich sehr ausführlich in anderen Videos erklären. Das mache ich jetzt an der Stelle natürlich nicht. Ich wollte euch trotzdem an der Stelle noch meine Meinung dazu mitteilen. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, in Sachen eben der Schuldfrage. Vielleicht könnte man auch noch irgendwie anders darüber berichten. Vielleicht sollte man das Thema aber auch wegignorieren. Das ist immer nicht so ganz einfach. Ich halte euch auf dem Laufenden, was dann noch passieren möge, inwiefern mir der Kundenservice antwortet. Wobei ich natürlich zu unbedeutend bin. Die werden wahrscheinlich die Geräte wieder an andere YouTuber verschicken, die auch mehrere Millionen Abonnenten haben in den verschiedenen Ländern, um in jedem Land entsprechend medial präsent zu sein. Nette Strategie, aber eben, das darf ich nicht vergessen, ziemlich hinterhältig. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Wenn euch das so gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Abonniert vielleicht meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid, für noch mehr Technik. Allerdings dann eher seriöse Technik, vor allem aus China. Ja, das geht für diejenigen, die neu hier sind. Ihr könnt auch gerne meinen Zweitkanal abonnieren. Da habe ich erst kürzlich wieder ein Video mit Samin, mit der wunderbaren, wunderschönen Samin veröffentlicht. Wir haben ein weiteres Rätsel geöffnet. Sie hat ein Rätsel geöffnet. Ich habe damit nichts zu tun. Ich filme und kommentiere bloß. Ich allerdings habe ein Schloss geöffnet, und zwar eins von Real. Ich habe es auf Sicherheit getestet, es ist durchgefallen, das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Nächste Woche wird es ein neues Lockpicking-Video geben, also Schlösser öffnen, das Lockpicking. Und es wird auch nächste Woche ein neues Rätsel-Video geben, wird wieder sehr spannend. Und auf meinen Hauptkanal kommt ja auch ständig neue Videos. Da habe ich jede Menge noch da, es wird super. Nächste Woche wird es auch neue Gewinnspiele geben und bleibt mir gewogen. Wir sehen uns hoffentlich bis dahin. Ciao.